Diesmal bei der Harzritter Carving Crew. Hier diese 8 Köpfe hoch, ja, zwei ja, Köpfe ja. breit. Ja, ja, das klingt nach dem Plan. Und A und O ist, bevor man anfängt, eine scharfe Kette. Das, was er macht, ist der erhobene Zeigefinger. Aua! Harzritter Holzkunst steht für die extravagantesten Holzskulpturen im Harz und in ganz Deutschland. Wenn sich ein Kunde eine einzigartige Schnitzarbeit wünscht, kommt die Carving Crew der Harzritter Holzkunst zum Einsatz. Es sind allesamt Virtuosen an der Kettensäge, die mächtige Stämme in Kunstwerke verwandeln. Wolfgang ist der Kopf der Carving Crew. Er schafft die Aufträge ran und trägt wie immer die Verantwortung. Man darf gespannt sein, was sich Wolfgang zum 10. Live-Carving-Event für seine Leute ausgedacht hat. Jetzt haben wir uns ausgedacht, dass wir dieses Jahr eine Figur herstellen, die wir spenden wollen und versteigern wollen. Und dann wird der Erlös zugunsten von Kindern über UNICEF gespendet von uns. Diese Aufgabe ist dem künstlerischen Leiter der Harzritter Carving Crew vorbehalten. Michael Tamoschus ist übrigens auch der einzige Carver, der bei allen 10 Events dabei war. Gratulation! Michael Tamoschus ist wie gesagt Spezialist, alles was Figuren und Gesichter und Bewegung und so weiter betrifft und immer noch aktuell Vize-Weltmeister. Manche sagen, es sieht aus wie Udo Lindenberg. Ich weiß gar nicht warum, aber keine Ahnung, habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ja. Ich habe angebaut und jetzt reicht's. Irgendwie bekommt der Oberschnitzer im Team immer die heiklen Fälle. Ich bin der Problemschnitzer. Komplikationen gab es natürlich, weil der Stamm war viel zu dünn. Ja. Aber ich war auch selber schuld, ich bin der Letzte, der gekommen ist und das Holz war weg. Ist das wirklich alles, was der Stamm hergibt oder kommt da noch was hin? Das war der Dickste, der noch da war. Nee, ich muss hier anbauen, muss einen Arm anbauen, aber trotzdem. So was hatte ich noch nie. Kriegt er auch eine Zigarre? Ja, eine kubanische. Dem guten Zweck geschuldet, hat Wolfgang noch eine ganz besondere Hoffnung. Wir würden uns natürlich wünschen, dass Udo das persönlich an den Ersteiger übergibt. Pavel Kozilowski kümmert sich heute um den Beistand von ganz oben. Wenn man so will. Pavel Kozilowski, ja, Belarus, Weißrussland, so und international bekannter Bildhauer. Ja, der war schon überall auf der ganzen Welt irgendwo zu sehen, hat da geschnitzt und ist jetzt zum zweiten Mal hier bei uns und macht den Heiligen St. Florian. Die haben dann da auch mal was richtig Exklusives stehen übrigens. Obwohl man hier an der Harzköhlerei Stemberghaus naturgemäß besonders gut mit Feuer und Glut umgehen vermag, kann eine so prominente Absicherung nicht schaden, zumal diese selbst im fernen Russland noch bekannt zu sein scheint. So, Pavel, do you know something about the history of your sculpture? Yes, St. Florian was protector of firemen. Ah, okay, also St. Florian ist der heilige Schutzpatron der Feuerwehrleute. Auf geht's nach Wernigerode, an einem Ort, welcher sich in der nächsten Zeit zu so etwas wie eine Pilgerstätte für Liebhaber von Holzskulpturen entwickeln könnte. Wir fahren jetzt nach Wernigerode zum Burghotel. Wir steigen erstmal aus und dann schauen wir uns die Figuren an, die da schon stehen. Burghotel für uns ein ganz wichtiger Partner. Ja, haben wir zu jeder Veranstaltung haben wir unsere Aufträge. Da entsteht im Grunde genommen etwas Größeres. Wir haben da schon für ein paar Jahre vorgeplant. Der Drachenpark direkt am Burghotel ist jetzt schon eine Besichtigung wert. Zwei weitere Objekte werden bei dem aktuell laufenden Event geschnitzt und kommen in Kürze dazu.
An der rechten Seite zum Eingang zur Lobby befindet sich eine Sitzbank als Fotopoint, hervorgegangen aus der letzten Veranstaltung im September 2021. Also hier haben wir noch eine Bank, die ist von Edith Plazotta und Michael Martin. Und zwar soll das darstellen eine Prinzessin, die einen Knappen zum Ritter schlägt. Und hier kann jeder probieren, das Schwert rauszuziehen. Wer das schafft, hat heute Nacht frei trinken. Und linksseitig zum Hoteleingang ergänzt eine kolossale Szenerie der Brüder Bräunig das Ensemble. Bekannt als die Chainsaw Brothers, Winfried und Martin Bräunig kümmern sich heute abermals um eine der Hauptaufgaben dieser Veranstaltung. Und A und O ist, bevor man anfängt, eine scharfe Kelle. Auch fürs Burghotel eine Sitzbankgruppe. Das sind auch in dem Falle wieder zwei Drachen, ein Männchen, ein Weibchen. Ja, die Drachenbank wird gemacht von Winnie und Martin Bräunig. Die beiden Brüder, die also eingespieltes Team sind. Ich und der Martin, wir machen dieses Mal oder wieder einmal auch einen Drachen. Dieses Mal zwei Drachen. Letztes Mal war ja Drachenbank mit Ritter. Diesmal ist es praktisch zwei Drachen, wo sich gegenseitig beliebäugeln. Ja. Ein Männchen, ein Weibchen und die sind in love, also die sind verliebt. Na, ob sich die Brüder wohl insgeheim gefragt haben, wer sich das schon wieder ausgedacht hat? Zielführung ist ja auch praktisch, dass sich die Drachenschwänze jetzt hier in der Mitte treffen und ein Herz bilden. Und das muss man auch, das ist noch eine Herausforderung. Also so ein bisschen was Romantischeres, bin ich auch schon mal gespannt drauf. Alexei Chevchenko kümmert sich um einen Spezialauftrag. Dann haben wir noch den Alexei Chevchenko, der ist das erste Mal, das ist ein Ukrainer. Der ist auch das erste Mal hier auf Empfehlung von Sergei Dischlevoy. Und der Alexei macht hier für uns diese Westernfigur, wo wir noch nicht näher darauf eingehen können, weil es eben halt ein Geschenk wird. Ja, diese Figur ist kompliziert, aber er ist hochgebildeter Mann. Er kann das machen. Эта фигура по образу Дэвида Вейна. Я ее сначала слепил в глине, нашел пропорции относительные, а теперь работаю уже в материале. Так. Okay, das heißt, also, du hast dich vorbereitet, du hast vorher eine kleine Figur geknetet, damit du die einzelnen Proportionen übernehmen kannst. Да, мне здесь очень нравится, здесь я впервой. Hat gesagt, hier ist alles gut, Team ist gut, Essen, Trinken auch gut. Да, все замечательно, все замечательно. Alles klar. Michael Fröhlich arbeitet an einer kniffligen Sauerei, wenn man das so sagen darf. Michael Fröhlich macht eine Wildschweinrotte, das wird irgendwann in einer Einkaufsmall stehen und beschreibt im Grunde genommen zwei Eber, die aufeinander losgehen und dann sind da noch so zwei Frischlinge da, die dann noch dazwischen rumtoben. Also es ist im Grunde genommen so eine Art Jagdszene. Das sind kämpfende Keiler im Prinzip. Und um ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen, haben wir noch ein paar abspringende Frische rechts und links. Frischlinge. Was ist das denn? Eine Frischlinge, die Klähen von dem Wildschwein. Ach so, keine Pilze oder? Nein, noch keine Pilze. Mal gucken, ob das alles so wird, wie ich es mir gedacht habe. Der Chef hat gesagt, monumental. Und schon war ich aus dem Spiel. Das heißt, der Stamm war zu klein, größer bauen. Wir brauchten noch einen Stamm und noch einen. Die besondere Schwierigkeit ist das Zusammensetzen der verschiedenen Hölzer. Es besteht aus drei großen Stämmen im Prinzip und die muss sich halbieren, ansetzen und
ja, Sie selber. Die Harzritter haben ihren Ursprung in Projekten zum Schutz von Bienen und anderen Bestäubern. Binotopia ist ein artgerechtes Schutzgebiet für diese lebenswichtigen Insekten. Es gehört zu einer Reihe von Projekten, welche die Bienen in den Mittelpunkt rücken und so für mehr Aufmerksamkeit sorgen sollen. Das Projekt Honey and Polle reiht sich nahtlos in diese Vorhaben ein. Wir haben 2015 ein Projekt ins Leben gerufen, das wir immer wieder jedes Jahr weiter verfolgt haben. Und das sind Kinderbücher. Da geht es um Honey und Polle, die Harzer Wanderbienen. Ja? Und das sind zwei kleine Bienchen, die eben halt durch den Harz wandern. Und unsere Figuren, die überall stehen, besuchen. Das sind ja alles Plätze, die gerne und viel und oft besucht werden. Und dort erleben die kleine Abenteuer. Herrliche Geschichten zum Vorlesen und Nachwandern. Honey und Polle, die Harzer Wanderbienen. Ja, da können die Kinder die Abenteuer von Honey und Polle einfach nochmal nacherleben. Ja, funktioniert bei meinen Enkeln hervorragend. Ich musste alles anwandern, was wir da beschrieben haben. Sebastian Seifert ist ganz gerührt, fühlt er sich doch an seine eigene Schulzeit erinnert und freut sich riesig auf den Lehrer Lempe, der geschnitzt wird. Aus den Buschgeschichten mit Max und Moritz. Für die Max und Moritz Schule in Wienrode. Wie setzt man dieses Vorhaben am besten um? Ein paar Striche aufs Holz gemacht, na, dann flatterst du das so ein bisschen raus. Hackst da ein bisschen mit der Motorsäge noch mal grob drauf rein. Gehst du mal mit einem Schleifer dran lang und wenn er nachher wieder kommt, ist es fertig. Ja, ja, das klingt nach dem Plan. Welchen Schwierigkeitsgrad hat diese Aufgabe aus deiner Sicht? 4,2 auf einer Skala von 2 bis 8,9. Finger nach oben zeigend. Diese leere Haltung von wehe, wehe und hört mir zu. Das, was er macht, ist der erhobene Zeigefinger. Unser Dream Team. Ricardo Vilakis, Dave Albrecht und Sergei Dischlevoy fertigen eine weitere Hauptaufgabe für den Drachenpark am Burghotel in Wernigerode. Das wird ein Drachenthron, der wieder für das Wernigerode Burghotel ist. Das soll als Fotopoint eben halt dienen und der ist ungefähr 2 Tonnen. Da ist ein riesiger Drache, der die Flügel so um den Thron setzt und dann sind noch 2 Wölfe dabei und so weiter. Hier vor kommt der Thron, steht da, und seitlich kommen die Flügel. Ich schnitze den Drachenkopf. Ja. Der Drachenthron ist so aufwendig, dass da mit 3 Schnitzern dran gearbeitet wird. Das macht der Ricardo Vilakis, der Dave Albrecht und der Sergei Dischlevoy zusammen als Team. Der Drachenthron kommt hierher, ja, mit dem Gesicht von dem Drachen quasi in diese Richtung, dass man den als Fotopoint so nimmt, dass man das Wappen vom Hasseröder Burghotel sehen kann. Dave Albrecht ist ein neuer Mann hier, ist das erste Mal bei uns und er kommt aus dem süddeutschen Raum. Ja, wir haben uns für WhatsApp ein bisschen ausgetauscht, wie wir was machen und ja. Das ist keine so Filmthron. Oder eine Legende drin. Das ist einfach Natur. Ja, das ist kompliziert, weil viele, viele Teile sollen wir zusammenkleben. Das ist kompliziert. Und mit dem Hoch. Und jetzt verheiraten wir das alles. Ah. Die Flügel haben wir jetzt vorbereitet, den Sockel und jetzt ist Hochzeit. Es hat gut geklappt bis jetzt. Und natürlich war nicht einfach. Erst alle 3 reden. Und entscheiden, wie es sein muss. Aber wir sind Profis und wir ergänzen uns, wir 3.
Für heute ist Feierabend. Fragen wir noch kurz Alberto, wie es später noch weitergeht. Hey, ich trinke heute nur Bier. Nur Bier? Nur Bier heute. Wie viele? Ich weiß nicht, wie viele. 20, 30? Nichts ist schöner, als anderen Leuten bei der Arbeit zuzusehen. Bis zum nächsten Mal bei der Harzritter Carving Crew an der Harzköhlerei Stemberghaus in Hasselfelde.